Hallo, ich bin die Anna und ich lese euch heute ein Märchen vor. Das heißt vom Fischer und seiner Frau. Es war einmal ein armer Fischer, der lebte in einer schäbigen Hütte am Meer. Eines Morgens ging er, wie er es immer tat, seine Netze auslegen. Und wie sie es immer tat, schrie ihm seine zänkische Frau hinterher, wage es ja nicht, mit leeren Händen zurückzukommen. Kaum hatte er sie ausgeworfen, da sah er etwas in den Maschen seines Netzes glitzern. Schnell holte er es ein und entdeckte einen kleinen goldenen Fisch da drin. Doch wie verdutzt war er, als der Fisch ihn ansprach mit den Worten: Guter Fischer, lass mich frei! Der Meerkönig ist mein Vater. Wirf mich wieder ins Wasser und ich erfülle dir jeden Wunsch. Der Fischer war über den sprechenden Fisch so erschrocken, dass er ihn, ohne einen Wunsch zu äußern, sogleich wieder freigab. Am Abend erzählte er seiner Frau die seltsame Geschichte. Als er geendet hatte, schimpfte sie: Was? Er hat gesprochen? Und er hat dir versprochen, dir jeden Wunsch zu erfüllen? Los, geh und sag ihm, dass ich einen neuen Zuber brauche. Meiner ist schon ganz kaputt. Da kehrte der arme Fischer an die Stelle zurück, an der er den Fisch befreit hatte, und rief: Manche, manche, Timpete, Butje, Butje, Indesee, Mene, Froh, de Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Sogleich vernahm er die Stimme des Fisches, dessen Kopf aus dem Wasser lugte. Hier bin ich, was kann ich für dich tun? Der Fischer sagte ihm den Wunsch seiner Frau, und freundlich antwortete der Fisch: Du hast mich gerettet. Geh nach Hause zurück, dein Wunsch wird erfüllt werden. Der Fischer dachte, seine Frau würde zufrieden sein und ging frohen Mutes heim. Doch dort angekommen, schrie sie ihm entgegen: Schau, der Zuber ist neu. Es ist also wahr, dass dieser Fisch ein Zauberfisch ist. Deshalb dürfen wir uns nicht mit einem so armseligen Wunsch zufrieden geben. Lauf zurück und verlang ein schönes, großes Haus. Abermals lief der Fischer zurück und rief: Manche, manche, Timpete, Butje, Butje, Indesee, Mene, Froh, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Hier bin ich, was willst du noch? Klang die Stimme des Fisches aus dem Meer. Meine Frau wünscht sich ein großes Haus, murmelte der Fischer ängstlich. Du bist gut zu mir gewesen, deswegen will ich deinen Wunsch erfüllen. Gemächlich ging der Fischer nach Hause und malte sich aus, wie glücklich seine Frau sein würde. Er sah schon das schöne Dach des neuen Hauses, als sie ihm entgegenkam. Wie dumm du bist! Jetzt wissen wir, welche Macht dieser Fisch hat, und du verlangst nur ein Haus. Lauf zurück und verlange einen Palast und schöne Kleider und kostbares Geschmeide dazu. Der Fischer wollte widersprechen, denn ihm genügte das schöne neue Haus, doch fürchtete er seine zänkische Frau so sehr, dass er langsam zurück zum Meer ging und rief: Manche, manche, Timpete, Butje, Butje, Indesee, Mene, Froh, die Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Nach einer Weile tauchte der Fisch wieder auf. Nun, was gibt's? Fragte er. Meine Frau will einen schönen Palast und, stotterte der Fischer. Und wieder erfüllte der Fisch ihm den vorgetragenen Wunsch. Erleichtert ging der Fischer zurück, dachte er doch, nun sei seine Frau zufriedengestellt zu haben. An der Stelle des Hauses stand nun ein riesiger Palast. Und auf der Treppe, die zum Palast führte, erwartete ihn seine Frau, die gekleidet war wie eine Edeldame und an der es vor Juwelen nur so blitzte. Sie rief ihm entgegen: Geh sofort zurück und verlange, doch diesmal wagte er es zu widersprechen. Warum? Sieh dir diesen wunderschönen Palast an. Wir sollten uns mit dem zufrieden geben, was wir haben. Wir können unser Leben lang glücklich sein und in Wohlstand leben. Meinst du nicht, dass du übertreibst? Wutentbrannt starrte seine Frau ihn an. Ich befehle dir, sofort zurückzugehen. Ich bestehe darauf, Kaiserin zu sein. Mit zitternden Knien kehrte der arme Fischer ans Meer zurück, das nun unruhig und dunkel war. Da rief der Fischer mit schwacher Stimme: Manche, manche, Timpete, Butje, Butje, Indesee, Mene, Froh, de Ilsebill, will nicht so, als ich wohl will. Obwohl der Fisch nun weniger freundlich schien als zuvor, so erfüllte er doch widerspruchslos des Fischers Begehr. Doch als dieser im Palast ankam und seine Frau mit Krone und Zepter auf dem Thron sitzen sah, da rief sie ihm unwirsch entgegen:
Geh sogleich zu dem Fisch zurück und sag ihm, dass ich wie Gott sein will, denn ich will entscheiden, wie lange der Tag, wie lange die Nacht währt, wie viele Sterne am Himmel funkeln, ob es regnet oder die Sonne scheint. Auch wenn ihr Mann mit Entsetzen diese Worte vernahm, blieb ihm nichts anderes übrig, als sich ihrem Befehl zu beugen. Ein Sturm tobte über dem Meer und Wutschnauben schlugen hohe Wellen gegen das Ufer. Blitze zerrissen gespenstisch die Dunkelheit, als der Fischer mit fast erstickter Stimme rief: Manche Mantje Timpete, Butje Butje in de See, Nene Froh die Elsebill, will nicht so, als ich wohl will. Diesmal dauerte es eine geraume Weile, bis der Fisch erschien. Leise trug der Fischer ihm den Wunsch seiner Frau vor. Doch der Fisch hörte nur schweigend zu, und ohne zu antworten, verschwand er in den Fluten. Der Fischer wusste nicht so recht, was er tun sollte, als ein Blitz, der noch schrecklicher war als die anderen, den Himmel erleuchtete und genau an der Stelle einschlug, an der der Fischer gewohnt hatte. Böses Ahnen lief er zurück. Da saß seine Frau bitterlich weinend vor der alten, baufälligen Hütte. Das geschieht dir nur recht. Warum wolltest du nicht zufrieden sein? Wir hätten glücklich leben können und nicht ständig immer mehr verlangen sollen, brummte der gutmütige Fischer verärgert. Doch tief in seinem Inneren war er froh, dass alles wieder so war wie früher. Am nächsten Tag ging er fröhlich pfeifend zur Arbeit und so geschah es an allen folgenden Tagen. Er fischte zufrieden weiter, so wie er und seine Vorfahren es immer getan hatten. Das goldene Fischlein jedoch sah er nie wieder.